Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell, sagt Andreas Peter. Wir lassen uns von Franz Grüter, Nationalrat für die SVP und Präsident der Außenpolitischen Kommission des Schweizer Parlaments, ins Bild setzen über die aktuellen politischen Debatten rund um die Schweizer Neutralität und die strikte Weigerung der Eidgenossen, Waffen in die Ukraine zu schicken. Und ansonsten viel Spaß mit unserer heutigen Sendung. Sie hören Kontrafunk aktuell. Die Schweiz ist, wie Sie wissen, neutral und legt auch sehr viel Wert auf diesen Status. Aktuell nimmt die Schweiz viel Kritik in Kauf für ihre Position. Und das kommt daher, dass sie sich weigert, an die Ukraine Waffen zu liefern, aber sogar noch weiter geht und auch rigoros den Export von Schweizer Rüstungsgütern durch Dritte in die Ukraine untersagt. Doch das schmeckt vielen Schweizer Politikern gar nicht, weshalb es Bestrebungen gibt, diese restriktiven Regeln aufzuweichen. Darüber möchte ich jetzt mit Franz Grüter sprechen. Er ist Mitglied der SVP, Nationalrat und Präsident der Außenpolitischen Kommission des Schweizer Parlaments. Herzlich willkommen, Herr Grüter. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auf das Interview. Herr Grüter, Sie sind Präsident der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates, ich erwähnte es, und arbeiten für die SVP, beziehungsweise sind Abgeordneter der SVP. Ich glaube, wir müssten unseren Hörern in Deutschland und Österreich nochmal erklären, was ist die Aufgabe dieser Kommission und wie stark kann sie auf die Außenpolitik der Schweiz Einfluss nehmen? Ja, die Außenpolitische Kommission, es gibt zwei von diesen Kommissionen. Wir haben ja ein Zweikammerparlament, also der Nationalrat und der Ständerat. Der Ständerat vertritt die Kantone und der Nationalrat ist proportional auf die Bevölkerung verteilt. Und beide Räte verfügen über eine 25-köpfige Außenpolitische Kommission. Die ist paritätisch aufgrund der Parteienstärke zusammengesetzt und die Aufgabe dieser Kommission ist es, also sie macht die Gesetze, außenpolitische Gesetze werden in dieser Kommission vorbehandelt, bevor sie dann ins Parlament kommt. Sie hat aber auch eine Konsultationsaufgabe, das heißt, die Regierung, der Bundesrat muss für alle wichtigen Entscheide vorgängig jeweils die außenpolitischen Kommissionen konsultieren. Im Moment beschäftigen Sie sich in dieser Kommission mit einer sogenannten Motion, wie das in der Schweizer Politiksprache heißt, eine Motion der FDP. Für uns in Deutschland bedeutet das also einen Gesetzesvorschlag, einen Vorschlag für eine Gesetzesänderung. Und die FDP möchte damit erreichen, dass Waffenlieferungen der Schweiz über den Umweg Deutschland in die Ukraine möglich werden. Die Parteien SP, also die Sozialdemokraten, die Grünliberalen und die sogenannte Mitte, alle unterstützen das Anliegen. Sie als SVP sind dagegen. Warum? Ja, das Ganze hat ja gestern Abend spät eine Kehrtwende genommen, dass neu auch die SP gekehrt hat und dem Vorstoß der FDP nicht zugestimmt hat und dadurch die Waffenexportrestriktion im Ständerat wurde das gestern behandelt. Im Nationalrat kommt das erst noch. Und wenn eine Gesetzesänderung passieren soll, müssen immer beide Räte zustimmen. Und der Ständerat hat gestern Abend Nein gesagt. Die Sozialdemokratische Partei hat ihre Meinung geändert. Und dadurch ist eigentlich jetzt gestern der Ständerat plötzlich ist aus einem Ja ein Nein geworden. Vielleicht nur kurz der Hintergrund, dass Kriegsmaterialexportgesetz, das wurde verschärft. Und zwar wurde es verschärft aufgrund eines Vorfalles. Die Schweiz hatte vor einigen Jahren an die Vereinigten Arabischen Emirate Handgranaten, Schweizer Handgranaten verkauft. Und damals gab es noch keine Gesetze, dass wenn wir einem Land Waffen oder Munition verkaufen, dass die wieder exportiert werden darf an ein Drittland, also dass dann der Käufer dieser Waffen oder Munition die von sich aus weitergibt. Das ist im Fall der Vereinigten Arabischen Emirate passiert. Die haben diese Handgranaten an Jemen weiterverkauft, in ein Kriegsgebiet und dort kamen dann auch Menschen um und man hat damals, das war erst vor etwa 2 Jahren, im 2021, hat man das Gesetz massiv verschärft. Uns hat man damals vorgeworfen, wir hätten Blut an unseren Händen und eine Mehrheit, vor allem aus Mitte-Links-Parteien, hat damals
ganz klar gesagt, es darf nie mehr passieren, dass Schweizer Waffen als neutrales Land in ein Kriegsgebiet kommen, und dann hat man das Gesetz verschärft. Und jetzt, 2 Jahre später, möchten große Teile von denen, die es verschärft haben, wollten es wieder lockern. Das ist jetzt gestern Abend gescheitert. Und deswegen sind Sie dagegen und sagen, es kann nicht sein, dass die gleichen Leute, die das erst verschärft haben, plötzlich dastehen und sagen, jetzt wollen wir eine Rolle rückwärts machen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, also man muss wirklich die Tradition der Schweiz sehen, die humanitäre Tradition. Wir haben ja auch hier das internationale Komitee vom Roten Kreuz. Es ist Tradition, dass die Schweiz jeweils humanitär auch in Kriegsgebieten aktiv ist. Das ist auch in diesem Krieg so. Wir sind in Kriegsgefangenenlagern, und zwar sowohl auf der ukrainischen wie auf der russischen Seite. So hat zum Beispiel der ehemalige Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuzes, Peter Maurer, hat gesagt, hört auf, an dem Tag, wo ihr Waffen exportiert ins Kriegsgebiet, da kann ich meine Arbeit nicht mehr ausführen. Das ist sicher mit ein Grund. Und das Zweite ist natürlich, traditionell als neutraler Staat haben wir ja auch immer versucht, in Konflikten zu vermitteln. Noch vor dem Krieg war Putin und Biden, haben sich in Genf getroffen. Wir möchten diese Rolle auch in Zukunft ausüben können. Und ich vergleiche es ein wenig mit einem Konflikt. Also wenn vor ihrer eigenen Haustüre zwei sich streiten, dann möchten wir eigentlich vermitteln und nicht einer der Streitparteien noch ein Messer in die Hand drücken, dass der Konflikt noch weiter eskaliert. Und das ist eigentlich unsere Grundhaltung. Und von dort her gesehen bin ich eigentlich zufrieden, dass der Entscheid gestern so ausgefallen ist. Kommt noch hinzu, dass das, was von der Schweiz verlangt worden ist, diese paar tausend Schuss Gepard-Munition, die wären, glaube ich, in 4 Minuten verschossen. Also ich weiß nicht, ob das kriegsentscheidend ist, ob die Schweiz hier Munition liefert oder nicht. Ich glaube, es geht mehr um die Symbolik, die hier dahinter liegt. Das ist ein schönes Stichwort, Symbolik, Herr Grüter. Denn natürlich wissen Sie, Sie kennen den Vorwurf, dass Ihre Position oder ganz grundsätzlich das Festhalten an der Neutralität der Schweiz Wladimir Putin und Russland Schützenhilfe leiste. Wie gehen Sie mit einem solchen Vorwurf, der ja hochmoralisch ist, der beinhaltet ja, dass Sie die Ukraine im Stich lassen und das ukrainische Volk, wie gehen Sie mit einem solchen Vorwurf um? Ja, ich kann diesen Vorwurf so nicht akzeptieren. Die Schweiz leistet ja unglaublich viel Hilfe, auch humanitäre Hilfe, Hilfsgüter, die geleistet werden. Also wir haben selber auch sehr viele Flüchtlinge im Verhältnis zu unserer Bevölkerung aufgenommen. Letztes Jahr waren es 70.000. Dieses Jahr rechnen wir mit weiteren fast 50.000 Flüchtlingen, denen wir hier Schutz gewähren. Also ich glaube, wir leisten unseren Beitrag nicht in Form von Waffen oder Munition. Und ich wünsche mir eigentlich, dass nicht nur nach Krieg gerufen wird, sondern dass es auch wieder Kräfte und Leute gibt, die nach Frieden rufen, die versuchen, hier eine Streitschlichtung herbeizuführen, auch wenn das vielleicht im jetzigen Zeitpunkt noch sehr schwierig ist. Kann denn die Schweiz ihre Neutralität ausspielen im Sinne von mehr Diplomatie wagen oder von den Konflikt zumindest erstmal mit einem Waffenstillstand befrieden? Kann die Schweiz das? Oder Sie kennen ja auch den Vorwurf sicherlich auch an die Schweiz, dass sie sich einen schlanken Fuß macht mit der Neutralität und sich aus allem raushält, wo es Konflikte gibt, die aus ethischen Gründen, aus denen man sich vielleicht gar nicht raushalten darf. Wie sehen Sie das? Ja, ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. Sie wissen, dass der Iran und die USA schon viele Jahre keine diplomatischen Beziehungen mehr haben. Die sprechen nicht mehr miteinander. Die Schweiz übt dort seit vielen Jahren ein sogenanntes Schutzmachtmandat aus. Das ist eine Art Briefträgerfunktion zwischen diesen beiden Ländern. Und wir machen das sehr erfolgreich. Wir haben dadurch auch immer Kontakte zu beiden Seiten. Jetzt im Falle des Ukraine-Russland-Konfliktes ist es so, dass die Ukraine uns, die Schweiz, auch angefragt hat, ob wir ein solches Schutzmachtmandat bereit wären zu übernehmen. Dem haben wir zugesagt. Russland hat das aber abgewiesen, hat das abgelehnt mit der Begründung, dass wir eben nicht mehr aus ihrer Sicht nicht mehr neutral seien, weil wir die Sanktionen übernommen haben. Und heute ist es einfach so, dass solche Vermittlungsversuche
von Ländern wahrgenommen werden wie die Türkei, Israel. Ich weiß, dass Aserbaidschan versucht, hier zu vermitteln. Ich bedauere das, weil traditionell war das immer eine wichtige Rolle, die die Schweiz gespielt hat. Und ich bin überzeugt, es braucht auf der Welt Länder, kleine, unabhängige, neutrale Länder, wo solche Streitparteien sich treffen können, austauschen können. Und das ist auch in diesem Krieg nicht anders. Vielleicht ein letzter Satz dazu. Neutral zu sein ist überhaupt nicht einfach. Es ist viel einfacher, Partei zu ergreifen. Wir werden viel mehr unter Druck gesetzt, wenn wir neutral versuchen zu bleiben. Und das ist auch in diesem Krieg nicht anders. Sie geben mir erneut ein schönes Stichwort, Herr Grütter, und zwar der Druck. Gibt es einen solchen Druck auf die Schweiz, meinetwegen von außen, das heißt die Neutralitätsposition aufzugeben im Interesse der Ukraine oder vielmehr der westlichen Koalition der Ukraine mit Waffen bzw. anderem militärischem Equipment zu helfen? Oder gibt es auch Druck von innen, die Neutralität der Schweiz zur Disposition zu stellen? Ja, ich spüre diesen Druck, ich spüre ihn auch persönlich. Da wird aus meiner Sicht eine Kampagne gefahren, auch gegen die Schweiz. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. Vor kurzem wurde ein persönliches Schreiben an mich gerichtet vom Präsidenten der Außenpolitischen Kommission des ukrainischen Parlaments mit der Bitte um eine Vertiefung des Austausches zwischen den Parlamenten der Ukraine und der Schweiz. Es stand nicht mehr drin in diesem Brief als eine Verbesserung des Austauschs. Wenige Tage nachdem ich diesen Brief erhalten habe, ist in den USA im Wall Street Journal wurde dieser Brief erwähnt und man hat aber gesagt, die Ukraine, das Parlament wolle jetzt endlich mit unserem Parlament sprechen wegen Waffenexporten. Davon stand aber nichts im Brief und ich spüre einfach, dass vor allem auch mit Unterstützung oder mit Mithilfe der USA, die hier eine sehr prägnante Rolle spielt, versucht wird, Stimmung zu machen, Druck auszuüben. Und ich freue mich eigentlich, dass der Ständerat die Kraft und das Rückgrat gehabt hat, sich dagegen zu stellen und im Moment diese Waffenexporte so nicht möglich sein werden. Wird die Schweiz ihre strengen Waffenexportregeln ändern zugunsten von Waffenlieferungen an die Ukraine? Und wie sieht es überhaupt mit der Neutralität der Schweiz aus? Über eine entsprechende Gesetzesinitiative und andere Aspekte sprachen wir mit Franz Grütter, Nationalrat für die SVP und Präsident der Außenpolitischen Kommission des Schweizer Parlaments. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Grütter. Ja, ich danke Ihnen herzlich.